Moin Leute, Luke hier und willkommen zu noch einem Partner, Crash Bandicoot 3. Wir sind immer noch gut dabei, was sich aber leider jetzt ändern wird. Ich bin mir sicher, machen wir das Kacklevel oder machen wir das Kacklevel, was ein Wasserlevel ist. Ich würde sagen, wir machen das Kacklevel und hoffen. Ja, das ist halt nicht so zu mega kacke wird, ne? Aber das kann man halt immer nicht so sagen. Nein, das war dumm, aber ich bin hochgekommen. Also war es ganz in Ordnung. Belastend. Ich glaube, das ist immer so gut, wenn man da dran vorbeispringt, denn wenn er das wirft, kommt halt das Teil da gerade runter und fährt halt hoch und das brauchen wir halt. Das wäre so lächerlich, hätte ich jetzt das gleiche nochmal. Das wäre so kacke gewesen. So, er hat sich festgehalten, was schon mal richtig gut ist. Ich weiß nicht, warum die sich manchmal nicht fest. Warum die sich manchmal nicht festhalten, ja. Warum er sich halt manchmal nicht festhält. Ich verstehe es nicht. Man muss ja irgendwie nichts drücken, ne? Aber dann drückt man nichts, es passiert trotzdem. Na geil. Na super. Wollen wir? Oder willst du nicht? Nö. Warum habe ich das gerade getan? Keine Ahnung. Ah, scheiße. Mann. Alter! Ich verstehe die Stelle nicht, ne? Wie soll man das denn machen, ey? Erstmal muss der Teppich richtig gut sein. Dann müssen die da nicht. Dann dürfen die da nicht werfen. Dann muss der andere Teppich da hinten auch noch gut sein. Ja klar, ich stand da ja nicht drauf, ne? Warum? Sorry, aber dieses Level ist so eine Qual, ne? Das Level ist einfach so eine Qual. Ich hasse es. Dann sind die Zukunftslevel geiler, echt, Mann. Mann, ey, glitscht doch nicht durch den Boden ab. Der wirft aber auch immer dann, wenn ich da bin, ne? Das ist einfach nur lächerlich. Der wirft schon wieder jetzt. Oh. So, laufen wir jetzt mal. Das ist der da oben, ne? Na gut, ist eigentlich. Ich glaube, das ist sogar besser so. Ich hasse die Klingel, Mann. So ätzend.
Komm doch jetzt her, Junge! Jetzt habe ich mich da so oft gedreht, ne? Das ist doch kacke. Ja, super. Jetzt ist das da. Mann, ey, das ist nicht wahr. Man muss so viel Glück haben einfach nur in diesem Level. Deshalb ätzt das auch so mega an. So. Jetzt halt beeilen, ne? Ja. Richtig gut. So, hier wird's ganz einfach gemacht. Wo ist die Zeit hin? Das ist euer Drecksernst, Mann. Da schneide ich raus, aber sowas von. Oh mein Gott, wird das rausgeschnitten. Leck mich am Arsch, wird das rausgeschnitten. Okay, mal gucken. Im Ernst? Das wird rausgeschnitten. Zum zweiten Mal. So, wir sind hier im Level. Und holen uns die Zeit jetzt erst, denn jetzt müssen wir darauf nicht warten. Und können halt gleich los. Was halt richtig gut ist. Schade, ich wollte da nochmal einen Boost nehmen. Ah. Lächerlich. Ich hab mich doch gedreht. Man hat's doch sowas von gesehen, ne? Ja, komm, durch. Ich hör mal so auf die X-Taste, Mann. Das ist nicht mehr feierlich. Ah, schade. Okay. So, und jetzt hoch, 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 hoch. Einfach drehen. Ja, jetzt haben wir noch Pech, ey. Ich könnte so ausrasten. Ey, das ist nicht wahr, oder? So. Schnell jetzt hier. Das ist doch lächerlich, Mann. So. Das Blöde ist, man kann halt keine drei Masken haben und schneller schwimmen. Das wäre so geil.
jetzt ist das da halt nur so eine Kack-Fragezeichenkiste. Mann, das ist so kacke, ne? Einfach nur Betrug ist das hier. Lol. Ach, scheiß auf die Sekunde jetzt hier. Gut, jetzt habe ich noch 20, nee, 15 nur noch, ne? So ungefähr. Boah, richtig knapp. Scheiße. Ah, ich ist knapp. Oh. Sorry. Time, okay. Was? Warum? Hä? 103%, ja. Und wieso muss ich jetzt den Bosskampf machen? Ist das euer Ernst jetzt? Ja, es ist deren Ernst. Ich dachte... Ey, hätte ich das gewusst, ne? Ja, das überspringen wir. Ich glaube, der sagt eh nur das selbe. Ich hoffe, ne? Wenn nicht, ja, Pech gehabt. Na, irgendwie schon ein bisschen, ne? Ist halt so. Ich glaube eh nicht, dass der was anderes sagt. So, ganz einfach ist das doch. Ist doch ganz einfach. Boah, das ist jetzt so schwer, das zu sagen. Ich glaube nicht. War das jetzt nur Glück, dass ich da noch drauf gelandet bin, oder kann man da nicht reinfallen? So, letzter Schuss war das jetzt schon wieder. Jetzt muss ich halt aufpassen. Wow. Genauso schlecht wie eben geworfen. Ach ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Man sieht es ja, ne? Zu leicht, einfach gerade. Nein. Boah, nicht aufstehen. Falls du gerade aufstehen wolltest. Nicht sein! Wieder in der Zeit gefangen! Die Zeitmaschine hat das nicht verkraftet. Wir hatten Glück, dass wir fliehen konnten. Gib mir die Maske, damit werde ich die Welt beherrschen. Komm schon. Schwer zu sagen, was aus unseren Feinden wurde. Aber wir durften sie wohl lange Zeit nicht mehr sehen.
Ja, und damit war es das fast, ja. Das wird jetzt so hier der vorletzte Part, ne? Danach kommt halt noch einer. Ich kann die Credits leider nicht überspringen. Aber ich will jetzt eh nutzen, um nochmal so ein kleines Fazit natürlich zu ziehen aus dem Spiel. Aber das denke ich mal klar, so eigentlich, ne? Es ist eigentlich einer meiner Lieblingsspiele. Es ist einfach nur geil. Die Grafik gefällt mir eigentlich so total. Vor allen Dingen, das ist ein Game von 98, glaube ich. Und PlayStation 1 halt, ne? Ist halt super geil. Früher gerne gespielt. Jetzt immer noch mega Fun und ja, gut, manche Relikte sind halt schwer, aber so soll es natürlich auch sein, ja. Es sollen ja Gerüchte da sein und also es sind ja Gerüchte da, dass wieder ein Crash kommen soll. Wenn das so stimmt, dass die das zurückgekauft haben und so, dann aber auch wirklich nur von Naughty Dog und also von den alten Entwicklern, nicht von, ja, nicht so ein Kack, ne, würde ich jetzt mal sagen. Ich fand die Spiele alle nicht gut, die waren der totale Dreck, hatten halt nichts mehr so mit dem Crash zu tun, was man gekannt hat. Und das Prinzip ist einfach, das gefällt mir, in Level zu gehen und halt das alles zu sammeln. Man muss es ja nicht machen, aber ich bin so einer, der macht es gerne und also ich bin ja auch so einer, der spielt die Trophäen gerne, geht auf Platin und so. Da gefällt dann natürlich sowas richtig. Leider gibt es hier für das Spiel keine Trophäen. Aber das ist trotzdem eine kleine Herausforderung schon, hier 105% zu holen und wir haben jetzt 103 und fehlt noch ein Dingsens und der ist hier in dem Level. Ich gucke nochmal kurz auf die Zeit. Ach ja, wir haben jetzt übrigens die Platinzeit, ne? Kann man gerade mal so sehen. Ach, ich würde einfach sagen, wir beenden jetzt den Part hier. Und dann wird der nächste vielleicht ein bisschen kürzer. Ich guck nochmal so die Zeiten an und also ich muss jetzt dann noch was machen. Wer weiß, wie lange das dauern wird. Dann gucken wir uns nochmal die Zeiten an und dann sagen wir mal, ist das Let's Play vorbei, ne? Ja. Gut, dann machen wir hier jetzt Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet beim nächsten und letzten Part dann ein und wir sehen uns bis dann. Tschüss.